Yo, hi Marc, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Heute habe ich immer gedacht, manchmal check ihn wieder draußen. Und da jetzt gutes Wetter ist, dachte ich, kann ich das so ein bisschen kombinieren, vielleicht ein klein bisschen Sonne noch tanken. Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte dir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, die du noch nicht beantwortet hast. Vielleicht, ja, das, was ich jetzt hier in dem Check-in erkläre, vielleicht ja, beantwortest du das dann schon vorher. Das werde ich aber dann soweit sehen. Beziehungsweise eher wohl hören. Und ja, also was gibt es für diese Woche zu sagen? Ich habe halt die 3100 Kalorien weiterhin gegessen. Wie gesagt, ich hatte ja, du hast das ein bisschen falsch verstanden. Also ich habe die dauerhaft jetzt schon seit 2 Wochen auf 3100, weil du ja schon immer so gesagt hattest, ja, müssen wahrscheinlich eh bald runtergehen und so. Und dann habe ich halt gedacht, so, ja, wenn ich jetzt erstmal moderat 100 pro Woche runtergehe, eigentlich hätte ich vielleicht auch auf 3,2 lassen sollen, aber wenn du jetzt sagst, die Gewichtsrate wäre zu schnell, dann ja, müssen wir das korrigieren. Aber du hattest, glaube ich, gesagt, das wäre eigentlich soweit ganz okay. Genau. Also das zu dem Thema und wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt bin ich voll raus irgendwie, sorry, wo ich jetzt mir extra hier Zeit genommen habe und mich hingesetzt habe. Genau, richtig. So, jetzt weiß ich ja. Ich habe am Samstag einmal, darüber wollte ich auch kurz noch mit dir reden, die Kalorien, sag ich jetzt mal so geschätzt, so mäßig, weil du ja auch mal gesagt hast, ich soll mir da nicht so einen Stress machen. Und ja, ich hatte eigentlich auch Nährwertangaben soweit. Oh. Ich habe Sushi gegessen. Das war aber so abgepackt, da habe ich halt, ich hatte aber keine Waage da und wir hatten uns das geteilt. Dann habe ich halt einfach alle Packungen so ungefähr geguckt, was hat die höchsten Kalorien. Das war einmal zwischen 160 und 197, habe ich das einfach eingetrackt, das gab es sogar in der App. Dann habe ich einfach zusammengerechnet, das waren irgendwie 1200 Gramm insgesamt und dann habe ich das einfach so durch die Hälfte geteilt. Beziehungsweise ich habe ein kleines bisschen mehr gegessen als sie. Und deswegen habe ich einfach 700 eingetragen. Vielleicht waren es auch dann zu wenig. Vielleicht hätte ich ein höheres Defizit diese Woche gehabt. Ich bin immer noch so ein bisschen überlegen, ob das so ein Defizit im Deload, ob das jetzt, ja, du sagst ja, das passt, aber ich hätte, wenn ich jetzt alleine ohne dich gewesen wäre, hätte ich immer im Deload einen Diet Break gemacht. Aber gut, ich vertraue dir da. Und sonst hätte ich es nämlich einfach anders gemacht, wenn ich hier nicht vertrauen würde. Genau. Und dann ich war halt zum Frühstück eingeladen. Also da habe ich mir gedacht, so ja, diese nette Geste, so, das war halt erstes Treffen, ist auch sehr gut gelaufen. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ja jetzt nicht Teil des Coachings. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so ja, willst du jetzt unbedingt sagen, ich muss alles abwiegen, was dann schwer möglich ist, weil ich habe dann Brötchen vom Bäcker geholt und habe die halt auch irgendwie, die gab es halt nicht, das waren so Special-Dinger mit irgendwelchen Körnern und so, die habe ich dann da eingetrackt einfach irgendwie als irgendwelche Brötchen und dann, ja, da war, die anderen Sachen habe ich dann einfach so pauschal abgeschätzt, weil du ja gesagt hast, ich soll das mal ausprobieren und das habe ich dann gemacht. Damals zum Ostern habe ich einfach den Tag ausgelassen, keine Ahnung, da habe ich gar nichts eingetragen, weil ich nicht wusste, wie viele Kalorien das alles hatte. Habe ich mir gedacht, mein Gott, hast einen Tag nicht getrackt, übertrieben habe ich es auf jeden Fall nicht, also passte das für mich. Mein Lowest Weigh-In, also mein tiefster Gewichtszustand war jetzt 91,3 heute. Ich habe mich auf einer anderen Waage gewogen, weil ich habe auch an dem Tag dann da geschlafen. Wir haben fast den ganzen Tag verbracht, außer kurz, wo ich trainieren war. Dann bin ich heute wieder zurückgefahren und dann habe ich mich halt heute wieder gewogen. Aber ich denke mal, das war jetzt nicht, ist ja nur eine Messung. Mein Gott, ist so wurscht. Ansonsten hätte ich auch die Messung ausgelassen. Ich habe ja eh fast immer jeden Tag heute was eingetragen. Aber wie du merkst, ich bin gerade im Game. Ja. Ich war erst um 1 im Bett. Bin dann um 9 irgendwie wach gewesen oder so.
früher eigentlich. Ja, ich habe auch nicht so gut geschlafen, irgendwie, finde ich. Also, ich habe mich eigentlich den ganzen Tag aber nicht fertig gefühlt und war auch nicht im Arsch. Aber ich habe jetzt gerade eben gegessen und so, und jetzt ist gerade so ein Tief hier in der Sonne auch. Ich glaube, ich habe aber nur so höchstens 7 Stunden geschlafen. Ich war auch irgendwie 4, 5 Mal wach oder so, musste pinkeln und es ist halt auch ungewohnte Umgebung. Aber ja, ansonsten, dafür, dass es ungewohnte Umgebung war, war der Schlaf eigentlich gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt. Also, ich habe mich schon schlimmer gefühlt. Und für mich ist das immer eine krasse Rhythmusverschiebung, weil 1 Uhr ist für mich voll spät. Und also richtig spät ist es für mich. Ja, deswegen wollte ich nur sagen, dass so pauschal bin ich da irgendwie dann auf 3600 Kalorien an einem Tag gekommen. Deswegen habe ich dann heute einfach 2700 nur gegessen. Und die Tage davor hatte ich auch immer ein bisschen weniger als 3100 gegessen. Und dann hatte das eigentlich gut gepasst. Und ja, das könnte ich jetzt erstmal zur Ernährung soweit sagen. Ja, ich bin aber, glaube ich, trotzdem auf mein Eiweiß gekommen. Ich habe einfach abends noch mir einen Quark, einen Magerquark, den hatten wir noch Rest vom Frühstück mit dem Sojajoghurt. Dann hatte ich noch zufälligerweise, hatte eine Bestellung von Mon Nutrition noch im Auto rumliegen gehabt. Dann habe ich einfach das Total Protein noch da reingeknallt. Ja, dann hatte ich noch ordentlich Eiweiß gehabt. Und ja, also vom Training kann ich jetzt. Dann glaube ich, also das war jetzt erstmal das eine, so vom Feeling her, klar, mir geht es besser, ich habe Deload. Ja, ich finde es auch mal ganz interessant mit dem Podcast, das da so abzugleichen, was die so machen, was du erzählst mit dem Training, weil du jetzt auch selber gesagt hast, ja, du hast da die Sätze nochmal reduziert von 3 auf 2, weil ich habe sowieso immer nur 2 gemacht, dass ich eigentlich schon, glaube ich, habe immer Angst, dass das dann nicht hart genug war, das Training. Aber dann, so was der Frank da auch zum Beispiel dann immer sagt, das habe ich auch so ein bisschen, aber dann denke ich mir halt immer so, ja, auf der einen Seite fühle ich mich aber halt auch besser. Ich habe halt irgendwie keinen Bock, immer dauerhaft im Arsch zu sein. Und durch die Diät, glaube ich, also ich habe das im Aufbau mich viel schlapper immer gefühlt. Vielleicht natürlich, weil auch das Trainingsvolumen höher war, man hat zweimal gegessen und ja, ich weiß nicht so, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich bin da auf jeden Fall ein bisschen fitter unterwegs, was das angeht. Finde ich auch ganz gut. Und ja, ich finde das immer gut, dass du sagst, ja, muss das auf lange Sicht sehen. So, was bringt mir das, wenn ich mich jede Einheit aus dem Leben schieße, dann verletze ich mich halt wieder eher. Du hast ja selber gesagt, ich bin verletzungsanfälliger und ich will den Sport ja wirklich lang machen. Und wenn ich dann halt für das Ziel länger brauche, um das zu erreichen, ist mir das halt egal. Hauptsache, ich kann es halt dauerhaft machen und das ist halt für mich noch wichtiger dann. Ich habe dann auch immer gedacht, oh, schnell, viel Erfolg, aber trägt halt sehr viel Risiken mit sich, dass man dann halt ja doch eher dann wohl doch raus ist. Und ich glaube, dass wir das Volumen jetzt so angepasst haben. Ich meine, klar, auch die, so finde ich, ist es momentan meiner Meinung nach am effektivsten. Ich finde mich irgendwie aber trotzdem, wenn ich mich beim Abnehmen angucke, irgendwie trotzdem fühle ich mich jetzt schon so ein bisschen dünn irgendwie. Habe ich mich heute Morgen schon so gefühlt. Meinen 91,3. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein. Ja, so ein Larry-Gefühl, weiß ich. Ich fühle mich wie so ein Larry. Ja, ich glaube, das wird noch mehr. Ja, keine Ahnung. Vorher hat mich so massiv gewühlt, aber da habe ich halt den Bauch, das finde ich auch kacke. Heißt, da muss irgendwann noch mehr Muskelmasse drauf. Mehr Muskelmasse. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber das kommt dann irgendwann später wieder im Aufbau. Ja, und wie gesagt, im Deload habe ich dann natürlich klar, dann immer mal wieder so ein paar Trainingseinheiten halt. So geguckt, dass ich vielleicht nochmal auf die Technik achte oder so. Zum Beispiel der erste Tag habe ich direkt gemerkt, der Deload-Squat, der war schon, ja, schon ein bisschen schwer. Da habe ich gemerkt, okay, trotzdem ist der Deload nötig. Und ja, beim Kreuzheben ging es dann eigentlich irgendwann. Obwohl ich sagen muss, dass die 8x1 auch anstrengend waren irgendwie. Aber du hast ja gesagt, soll anstrengend sein. Und da würde ich jetzt nochmal das Thema ansprechen, weil du gesagt hast, du wolltest 1 RM senken im Squat bei der Kniebeuge auf wie viel ungefähr? Hab das jetzt selber mal gesenkt auf 160 und dann habe ich so ein mentales Ding, weil da nicht 120 steht. Für mich ist dann so ein Ding, oh, da steht jetzt 117,5. Da habe ich mir gedacht, jo,
ich kann jetzt 120 machen, aber ich mache 117,5. Und ich mache jetzt einfach 117,5 und scheiß auf, was da steht. Ja, weil manchmal ist das so mit den Prozenten von den Sprüngen her so voll lustig. So. Und dann steht da erstmal 117,5 und dann irgendwie in der nächsten Einheit ist es direkt 122,5, 5 Kilo mehr und dann beim nächsten Schritt wieder nur ein zweieinhalber Schritt. Das ist ja dann immer je nachdem, wie das gerundet wird von den Prozenten. Ich habe aber gedacht, ich kann auch einfach mit 120 anfangen. Aber vielleicht ist es halt sinnvoll, einfach mal noch niedriger anzufangen und dann doch wieder zu gucken, dass die Technik besser wird und dann da auf das Gewicht aufzubauen, auch wenn wir jetzt in der Diät sind. Weil ich mache ja auch den die Halber-Kniebeuge und nicht die Lower. Und das ist auch nochmal so, wenn ich überlege, bei der Lower war ich halt schon bei 145 auf Triples und so, mal easy oder fast schon bei 150. Und dann haben wir ja da aufgehört. Und klar, mit der Lower-Kniebeuge kann ich mehr Gewicht bewegen, aber wie gesagt, ist halt immer ein Problem. Hat mir heute auch mal noch ein interessantes Video dazu angeguckt. Das war auf Englisch, zur Tiefe der Kniebeuge, weil du auch gesagt hast, das wäre ein Zufall. Das wurde mir das angezeigt, auf Englisch. Und da hattest du ja auch gesagt, ja, dass man gar nicht für Hypertrophie so weit runtergehen muss. Und da hat er richtig geile Beispiele gezeigt, dass das Video hieß halt, deine Kniebeuge passend halt auf deine Anatomie. Und das war auf Englisch. Und da hat er halt auch gesagt, dass es halt von deiner Hüfte abhängt, wie weit du zum Beispiel dein Bein nach oben, also hier dein Bein hier ran, ich hoffe, man sieht das jetzt so ranziehen kann, bevor die Hüfte da blockiert. Das liegt dann irgendwie daran, wie der Knochen vom Oberschenkel in der Hüfte drin ist und wie das geformt ist. Und da hat er so zwei Beispiele gehabt und der eine konnte halt nur eine gewisse Weite runter und ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir auch so der Fall ist. Und dann hat er halt gesagt, ab einem gewissen Punkt, da war der noch nicht mal parallel, rundet halt der Rücken rein. Und das ist auch der Grund, warum dann immer so viele schreien, Ankle Mobility, also Sprunggelenk. Und da hat er halt auch gesagt, das Einzige, was man halt noch machen kann, was du ja auch mal schon gesagt hast, ist breiter stellen. Aber es geht ja halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann hat er nochmal gesagt, halt so, das Einzige, wo man dann noch dran arbeiten kann, ist halt, die Mobilität im Sprunggelenk, aber du wirst halt niemals derjenige, der die bessere Hüftmobilität, also hat durch die anatomische Struktur, braucht der weniger Sprunggelenksmobilität und kommt trotzdem weit runter, weil die Hüfte das halt zulässt. Und wenn der halt auch noch mal breiter steht, dann kommt er noch weiter runter. Und ja, genau, du hast halt recht so. Und vielleicht müsste ich da echt noch mal an meiner Mobilität arbeiten, weil ich das auch manchmal merke. Aber ich weiß halt nicht so, inwiefern das halt darauf halt ankommt. Das müsste man dann echt mal austesten, vielleicht in so einem Video, dass ich halt einfach mal runtergehe und dann mit der Breite variiere und dir das mal vielleicht schicke. Fände ich auf jeden Fall interessant. Ich wollte mir das andere Video von dem auch nochmal angucken. Wie hießen die mal? Squat. Der hieß irgendwie, also Kniebeugenschule hieß das auf Englisch. Fällt der englische Name jetzt gerade nicht ein. Ja, und das finde ich auch sehr interessant. Und dann auch nochmal anatomisch, wie weit soll ich meine Füße nach außen drehen? Weil da, das ist auch immer dieses, das finde ich halt, das hat mir auch, habe ich auch bei dir gelernt, halt dieses mit dem, dass dieses Anatomische sehr wichtig ist. Ich habe auch immer früh gesagt, ja, du musst das so machen. Und ich habe da selber mich auch sehr versteift. Und ich glaube, das hat mich blockiert irgendwo auch früher. Und ich habe zum Beispiel gemerkt persönlich, dass ich halt eine bessere Kniebeuge halt hinkriege, wenn ich halt doch eher weiter außen stehe. Also vielleicht, manche haben mir immer gesagt, ja, so 15 Grad nach außen. Ja, ich glaube aber, dann habe ich auch welche gesehen, die stehen 30 Grad nach außen. Und für mich habe ich das Gefühl, dass es auch besser ist, eher 30 Grad nach außen zu stehen, weil ich halt auch dann nicht das Problem habe, dass ich so nach innen kollabiere, was ja dann auch nicht gut ist. Und ich da dann irgendwie besser bin. Und ich habe mich letztens beim den Kniebeugen nochmal darauf wirklich konzentriert, denn das war so ein neues Gefühl für mich, ich weiß nicht, ob ich das dann nochmal hinkriege, dass ich ab diesem Sticking Point da wirklich mich darauf konzentriert habe, da wirklich, weil da an diesem Sticking Point, da hast du ja mal gesagt, so, dass dieser Punkt, wenn der überwunden ist, geht es halt leicht hoch. Das ist immer so kurz, nachdem man wieder hochkommt. Und da habe ich mental so eine andere Einstellung zu bekommen, so dass ich hatte mal gedacht, früher hatte ich mal, wenn das so ist, dann komme ich nicht mehr weiter, aber es hat gar nichts damit zu tun, sondern es ist einfach immer dieser Punkt, so, den man halt überwinden muss und dass man dann vielleicht doch mehr Wiederholungen oder mehr schafft, als man kann. Natürlich sollte die Technik ja gut sein. Oder halt einfach
dass ab diesem Punkt auch die Knie nach innen kollabieren. Und wenn ich mich da wirklich konzentriere, aber das ist echt von Tag zu Tag unterschiedlich, wie ich da mich gut konzentrieren kann und halt auch wie die Ermüdung ist, dass ich die da nochmal nach außen drücke. Und dann war der Deload, Triple Squat eigentlich ja, ganz gut, fand ich. Es ist immer schwierig, das aber umzusetzen. Ich hatte mich dann vorher auch mal wieder gedehnt, was ich jetzt auch wieder anfangen wollte, ein bisschen mehr zu integrieren. Also gerade mein Hüftbeuger, da der ja immer so verspannt ist. Bin mal gespannt, wann ich die Einlagen bald bekomme. Ich habe jetzt noch nichts von gehört. Dann habe ich nochmal, ja, also da habe ich mir so ein bisschen Gedanken auch drüber gemacht. Dann, ich weiß nicht, als ob das Video dann so per Zufall einfach kam. Hat mir irgendwie dann sehr gut gepasst halt, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht danach gesucht habe. Nur das wollte ich dir mal mitteilen. Und dann halt, ja, ich habe halt Angst, mit dem Gewicht runterzugehen dann immer, gerade in der Diät. Ich habe das zwar früher auch gemacht, aber heutzutage, weiß nicht, mache ich mir noch mehr Gedanken, weil ich mir dachte, ah, Technik, ist ja auch, genau das denke ich mir jetzt auch immer. Technik, weil ich ja auch gerade in der Hüftknie-Probleme dann manchmal auch anfällig bin. Und ja, dann im Aufbau kann man dann mal wieder ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen grinden, aber ich glaube, ich finde den Ansatz sehr gut, dass du gesagt hast, ja, du bist dann doch eher der Fan davon, ein bisschen zu leicht zu trainieren als zu schwer. Und ich glaube, das ist vielleicht doch der bessere Ansatz. Aber da muss ich immer gucken, dass man dann nicht in dieses Schema verfällt, dass du halt sagst, oh, das ist jetzt angenehm, weil es ist leichter, und dass man dann in diesen Pussy-Modus verfällt. Weißt du, ich meine, dass du so denkst, oh, ja, das war jetzt viel angenehmer. Also da finde ich, muss man immer so diesen Grat finden. Und dann doch lieber an der Kurve halt auf dem aufsteigenden als auf dem absteigenden Pfad zu sein, ist auf jeden Fall besser. Lieber dann noch kurz davor zu sein als genau oben, weil die Gefahr dann wieder auf dem absteigenden Pfad zu sein ist ja dann einfach sehr groß. Und ja, bei den ADLs hatte ich halt auch, das hatte ich ja auch alles in der Sprachnachricht geschickt, hätte ich halt auch nochmal so das Ding halt mit dem Gewicht, weil du immer gesagt hast, ah, spür die Hams. Ja, ich spüre sie mittlerweile besser. Ich spüre sie aber eher so meistens das Ziehen. Jetzt nicht im oberen Teil unterm Gluteus in den Hams, sondern eher im unteren Teil. Also ich mal fragen, ob das normal ist. Ja, habe mir da dann auch versucht, dann. Also ich habe mir gedacht, so, okay, ich muss versuchen, mehr dieses Hip-Hinge wirklich hinzubekommen, dass ich wirklich den Po dann anspanne oben, den nach hinten drücke und dann unten wieder anspanne, und um dann wieder hochzudrücken, dass ich dann wirklich nur so aus der Hüfte nach oben schieße. Und dass ich da dann vielleicht, weil ich letztens habe ich halt gemerkt, wo ich halt. Das ist aber auch immer, ist ein bisschen davon abhängig, wie das Kreuzheben vorher anstrengend war, habe ich gemerkt, dass dann doch der ADL manchmal dann sehr davon beeinflusst wird. Du hattest jetzt zum Beispiel in Woche 1, API steht da 5 bis 7. Ist das soweit richtig? Weil ich bei dem ADL und bei dem Kniebeugen, bei dem konventionellen Kreuzheben auch, aber das ist irgendwie gar nicht so. Also ich glaube, das ist eher eine API 6 bis 7 so bei dem Gewicht. Ich wollte halt nur fragen, ob man dann halt sagt, okay, man trägt dann halt eine API 6 bis 7 beim ersten ein, weil wir fangen ja auch bei den Kniebeugen an, so in dem Stil, weil auch die 12er, das ist niemals. Ich meine, da steht glaube ich 6 bis 7, aber beim zweiten Tag habe ich das jetzt auf 6 bis 7 geändert, wollte ich mal fragen. Sonst müssten wir ja. Also es ist. Finde ich bei den 12ern, das ist, vielleicht fühlt sich es auch einfach schwerer an. Aber und der ADL, ob das eine API 5 beim ADL okay ist oder dass man den halt einfach anpeilt, weil das sich sowieso wieder verschiebt alles wegen dem Deadlift vorher. Ich finde das nämlich sehr interessant, wie ich jetzt mit dem ADL im Gewicht runtergegangen bin und ich einfach bei den 180 war irgendwie auf 5er oder so, bevor wir dann auf die Diät angefangen haben. Und ja, und dann wieder das Konventionelle reingenommen haben, was das für ein Unterschied ist. Und ich halt auch ziemlich, du hast mal gesagt, dass ja, passt ADL, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich die Hams da weniger gespürt habe. Ich weiß es auch noch. Und da ging es mir immer mehr Gewicht. Und dass ich da auch viel, glaube ich, aus den Quads gedrückt habe irgendwo. Und ich glaube, wenn man sich das nochmal anguckt, sieht es vielleicht gar nicht so aus, aber es macht einen krassen Unterschied, wenn ich vorher das normale Kreuzheben mache und dann ADL, das ist auf jeden Fall die Leistung anders, aber man kann dann ja wahrscheinlich mit weniger Gewichten trotzdem
größeren Reiz setzen. Und wenn ich jetzt noch weiter runtergehe mit dem ADL, ich hatte jetzt überlegt, das ein bisschen anders anzugehen, und zwar ungefähr das Gewicht gleich zu lassen, aber die Wiederholung zu droppen. Heißt, dass ich dann sage, ich hatte vorher 130 auf 10er gemacht und ungefähr 140, ich hatte ungefähr 140 auf 8er. So ein Schied der 8 bis 10 und 6 bis 8. Erstmal habe ich die Tage wieder getauscht. Und ich mache jetzt am ersten Tag 6 bis 8 und am zweiten 8 bis 10. Das wollte ich jetzt wieder so ausprobieren. Also am ersten Tag den Schwere und die Leichen eher am anderen Tag. Und ich hätte überlegt, ich bleibe bei dem Gewicht. Ich habe jetzt das Rechengewicht vom ADL, weil du auch gesagt hast, dass es eigentlich gar nicht so sein kann, dass man da mehr als im Kreuzheben schafft. Okay, beim Kreuzheben hast du ja eine höhere Range of Motion natürlich. Ich glaube irgendwie, dass, also, weil wir ja jetzt auch gesagt haben, ich soll das Rechengewicht da beim Squat runtersetzen, habe ich jetzt mir gedacht, die 210 im ADL, so, na, habe ich die jetzt auf 200 runtergesetzt und wollte jetzt mit dem Rechengewicht arbeiten, und beim Deadlift sind wir bei 185. Und wollte dann da mal gucken und habe dann da in dem API-Calculator mit einer API 5 kalkuliert. Und das Gewicht dann für 6er Wiederholungen eingetragen. Also API 5 bei 6er Wiederholungen, bei den 6 bis 8ern. Und bei den 8 bis 10ern auch eine API 5 für die 8er. Das Gewicht halt. So, und dann machen wir in der ersten Woche nur 2 Sätze und ab der zweiten mache ich immer 3. Und dann habe ich halt überlegt, das jetzt so anzugehen, dass ich halt ja relativ viel über die API arbeite, weil ich habe gemerkt, das hat mir im Latzug und so sehr gut getan und bei den Ruderübungen, dass ich dann, ich habe mir überlegt, okay, vom System her, dass man dann einfach sagt, okay, man startet mit dem 6er-Gewicht, das relativ moderat noch ist, und arbeitet sich dann hoch. Dann hätte ich jetzt, also ich wollte das jetzt so angehen, ich starte mit den 6 Wiederholungen. Das ist auch dann so ein steigender Schwierigkeitsgrad, so, und bei dem anderen Tag mit den 8ern, und dann habe ich ja bis 10 und kann ich ja 8 bis 10 und 6 bis 8 machen. Dann in der zweiten Woche kommt ja ein Satz dazu, mache ich auch noch 6er Wiederholung und dann 3x8, und dann steige ich ab Woche 2 um eine Wiederholung, also dann wäre ich bei dem anderen 3x7, bei der anderen Tag 3x9, und am letzten Tag steige ich auf, in der letzten Woche steige ich dann auf 3x8 bis 3x10 halt, ne. Und das war jetzt mal so eine Überlegung, das wollte ich jetzt einfach mal angehen. Ich weiß, dass mir das auch ein bisschen selber überlassen ist irgendwo, aber ja, ich wollte dir mal so meine Vorgehensweise erklären. Ich versuche da immer so ein kleines System zu entwickeln. Ich weiß nicht, für mich selber irgendwo, weil ich ja halt auch selber rausfinden möchte, so wie ich Prozente ungefähr einschätzen kann, dass das halt passt, so dass ich damit arbeiten kann. So. Weil irgendwie, ich habe gemerkt, wenn wir einfach da random irgendwelche Prozente eintragen und man dann sagt, ja, kannst du ruhig abweichen. So, ich, ja, wenn das dann schon am Anfang zu hoch ist, ist es meistens dann schon blöd, viel weiter runter zu gehen. Oder wenn ich mal die Deadlift-Einheit so, also zum Beispiel war, hab die zwar abgefilmt, die hatte ich dir auch geschickt, da hat sie gesagt, scheiß Sicht vor den ADLs, scheiß Sicht gewesen, aber ich finde halt, ja, die hatten mir irgendwie einfach nicht so gut gefallen, weil ich dann weniger die Hems gespürt habe und wollte wirklich aus dem Gluteus, dass ich wirklich den Gluteus da spüre und. Das ist ja, ADL ist ja auch eigentlich wie so eine Art Isolationsübung, hast du ja auch schon eigentlich gesagt schon. Genauso wie Hip Thrust. Und dann würde ja Rudern auch schon fast nicht so. Also es wird erweitert, die Isolationsübung, ne? Kann man eigentlich nicht als Isolationsübung sehen, weil man viele Muskelgruppen da drin hat, ne? Beim ADL könntest du ja sagen, du arbeitest auch nur eigentlich. Ja doch, du arbeitest schon über zwei Gelenke, ne? Hüfte. Knie, aber die Knie sollen ja relativ sich wenig bewegen. Ja, das jetzt erstmal dazu, das sind eigentlich so die einzigen Sachen, die mich beschäftigen. Ansonsten passt alles für mich ziemlich gut. Im Oberkörper mache ich mir gar keinen Kopf, da bin ich sehr zufrieden mit meinem Latzug. Da habe ich jetzt viel mehr Pump im Latt auch immer. Und mein Latzug hat sich so verbessert halt auch durch deine Tipps halt. Der Tipp, der mir wirklich richtig viel gebracht hat, ist, dass du mir gesagt hast, ich soll dauerhaft die Schultern hinten halten beim Latzug, weil früher in den Videos war immer komplett einmal Schulterblatt lösen und dann wieder so, und ich mache das halt so weit, ich gehe so weit hoch und bis halt, da ist aber
das Ding ist halt, ich fand, der Lat war schlechter gedehnt, weil wenn ich die Schultern hinten lasse, ist der Lat mehr gedehnt und dann habe ich den auch mehr gespürt. Und ich hatte auch mal im anderen Video von jemand anders gesehen, dass das auch so macht, dass man halt nicht komplett durchhängt. Und das hat mir jetzt viel mehr, also ich finde, damit ist die Technik viel besser. Ich habe weniger Schmerzen im Unterarm. Ich hatte mal das Gefühl, dass das sogar eher negativ sich auf die Schulter auswirkt und das dann so auch im Unterarm zieht. Das ist mir weniger geworden. Und ja, das wollte ich dir nochmal da lassen. Dann habe ich auch geguckt, dass ich halt irgendwie, dass ich dieses mit dem Ellenbogen so am Körper lang führe und alles so ein bisschen so damit einbinde. Und jetzt finde ich, das ist auch sowas. Guck mal, ich habe jetzt länger den Latzug ausgeführt. Genauso wie bei dem Squat und den OHP. Wenn ich merke halt wirklich selber, wie du selber sagst, wenn man die Übung lange noch drin lässt, man lernt immer dazu. Das ist so ein kleiner Punkt, der auf einmal dazu wächst, den man drin hat. Aber man kann es nicht in Worte erklären, sondern es ist ein Gefühl, was man entwickelt hat, wie sich die Übung anzuführen hat bei der Ausführung. Und das ist so ein Muster im Kopf. Das kann man keinem erklären, das kann man nur selber rausfinden irgendwie. Man versucht es zwar immer mit Cues irgendwie oder so, also zu erklären, aber es ist halt immer im Endeffekt jeder selber dafür verantwortlich. Jetzt wollte ich dich das gleich nochmal mit dem Rudern fragen. Da hattest du ja auch gesagt, weil soll ich beim Rudern das auch so machen oder ist das beim Rudern anders? Weil viele immer gesagt haben, beim Rudern wirklich komplett in die Dehnung gehen, also auch Schulterblätter lösen, nach vorne oder genau das gleiche halt wie jetzt beim Latzug, dass ich halt sage, okay, ich halte die Schultern, also ich gehe ja dann einmal komplett nach vorne und bei jeder Wiederholung ziehe ich die Schulter wieder nach hinten, Ruder nach hinten. Oder dass ich halt auch die Schultern also einmal bei der ersten Wiederholung nach hinten ziehe und dann dauerhaft hinten lasse und nur so weiter nach vorne gehe, bis es nicht mehr geht, beziehungsweise also so weit, bis ich nicht mehr weiter nach vorne gehen kann, abgesehen davon, dass ich jetzt dann die Schulterblätter lösen müsste. Also das würde ich jetzt gerne auch nochmal wissen. Ich habe das gerade voll komisch ausgedrückt. Aber ich lasse die Schultern dann auch nach vorne ziehen. Und ja, oder ob ich das da auch so machen soll. Super alles. Keine Schmerzen. Die Isos passen auch. Das Einzige, wo ich immer Schmerzen habe, ist ein bisschen das. Also ich habe gemerkt, dass ich auch da so ein bisschen dran arbeite. Ich habe beim Strecken mit dem rechten Bein Probleme und beim Bein Anziehen mit dem linken Knie Probleme. Das heißt, mein Knie, da merkst du diese Disbalance, ist sie halt, links ist es eher beim Hamstring Curl problematisch und rechts ist es beim Beinstrecken problematisch. Ich frage mich jetzt natürlich, ob es ein bisschen am Beinstrecker liegt, weil der so ein bisschen schief ist, aber selbst wenn ich unilateral mache, ändert es nichts. Bilateral ist es auch so. Natürlich, klar. Das ist auf jeden Fall sehr interessant immer. Ich merke halt auch immer, dass es an der rechten Hüftseite liegt, dass da irgendwie mehr Spannung ist und dadurch das Knie irgendwie immer in so einer Position ist, dass es da knackt. Das habe ich auch zum Beispiel beim ADL mal gemerkt. Beim ADL merke ich dann eher auf meinem linken Knie und beim Squat dann eher beim rechten oder so. Das ist sehr interessant. Also zwei unterschiedliche Bewegungen beeinflussen da etwas. Und das sieht man auch, ich glaube, das hängt auch da mit der Schiefstellung zusammen, die man mal auf dem Bild halt gesehen hat von mir, ne? Das wollte ich dir jetzt noch da lassen und das war's jetzt auch erstmal von mir. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Sonntag, beziehungsweise eine angenehme Woche. Den Zyklus hattest du ja fertig gemacht und alles andere würde ich sagen, passt soweit. Und dann freue ich mich auf jeden Fall von dir zu hören. Wie gesagt, Thema Schlaf habe ich nichts Neues zu berichten. Ich habe die Woche mal so geschlafen. Aber ansonsten sind wir alles durchgegangen. Ernährung, Training, Schlaf. War so durchwachsen, aber in Ordnung. Ich hatte mal die letzten zwei Tage, Donnerstag, Freitag, dass ich irgendwie immer eine Stunde, bevor ich wach geworden bin, wach war. Also ich hatte dann immer nur 7 Stunden Schlaf. Aber ich habe halt ein bisschen versucht, halt mich nicht so verrückt zu machen, weil ich habe mich trotzdem gut gefühlt. Und das hattest du auch mal in einem Podcast, glaube ich, erwähnt oder so, dass man halt dann eher selber so einredet, dass man halt schlecht geschlafen hat, weil man, auch wenn es nur 7 Stunden waren, weil Hauptsache ist, man ist ja irgendwo in dieser Range zwischen 7 und 9. Und das passt dann auch irgendwie, finde ich. Ich habe auch mal so, heute konnte ich auch nicht mehr schlafen. Aber ich habe gemerkt, die 7 sind immer bei mir das Minimum. Also das muss schon sein. Ich habe auch mal eine Nacht, wo ich mal 6 habe, aber dann danach, die Nacht schlafe ich automatisch immer länger.
Und ja, da muss man immer noch vieles rausfinden. Ja, jetzt wird es wieder wärmer. Ich hoffe, das beeinflusst meinen Schlaf nicht, weil es bei mir sehr warm wird. Und ja, vielleicht hast du da ein paar Tipps für Leute, die in der Dachgeschosswohnung wohnen. So, Marc, mach's gut und ich freue mich von dir zu hören. Wir hören Punkt um 30 Minuten auf.